Ich sag doch, 90 Minuten rumeiern und zwischendurch einen Freistoß reinhauen. Plan B, wie bei Nack, es hat funktioniert. Hallo Leute, ich bin Mattes. Das ist doch inzwischen bekannt. Ich sag's trotzdem. Herzlich willkommen zum EM Backstage Studio. Ja, wir sind alle erleichtert. Dank Plan B. Na, und am erleichtertsten ist unser Experte Ulf. Das kann man wohl sagen. Mein Plan B hat's gebracht. Ja, ja, dazu gleich mehr. Erstmal die Fakten. Austria aus, wir weiter. Ein Spiel, das wir nicht so schnell vergessen werden. Obwohl wir das gerne würden. Du hast mal wieder keine Ahnung. Das war eine klasse Vorstellung. Das Team hat meine taktischen Vorgaben voll erfüllt. Du meinst deinen Plan B? Genau, den ich dem Jogi rübergefaxt habe. Ulf, was stand denn in deinem Plan B genau? Klar doch, rausgehen, nervös sein, Chancen vergeben, Fehlpässe spielen in der 49. Minute, Freistoß rausholen, Ballack, Tor. Klar. Also nach deiner Phalanx von gestern sah das nicht aus. Diese ganzen Pässe ins Aus. Ne, wohin denn sonst? Solange der Ball im Aus ist, könnte Österreicher keine Tore schießen. Du hast wirklich keine. Naja, ich würde von unserer Mannschaft gerne auch mal wieder ein gutes Spiel sehen. Hm? Gutes Spiel? Ihr jungen Leute, seid sowas von verwöhnt. Zu meiner Zeit sind wir immer so weitergekommen. Und plötzlich waren wir im Finale. Ja, ja, gut. Vielleicht sollten wir das mal am Taktiktisch erläutern. Ulf, was waren denn die Schlüsselszenen? Also entscheidend war die Kampfkraft. Ja. Hier in der ersten Halbzeit. Ja. Der österreichische Trainer, ja, der Higgelsberger, ja, versucht immer wieder in unsere Coachingzone einzudringen. Aber der Jogi Löw macht die Räume eng, stellt sich dazwischen und klärt so ein. Und, aber auf Kosten eines Bankverweises. Ach, egal. Im Halbfinale ist er wieder dabei. Schauen wir doch mal in die Kabine, was unser Freistoßgott so treibt. Was hängt denn da an seinem Spind? Oh, guck mal. Ja, ja. 121 km/h. Donnerwetter. Es ist der Wahnsinn. Oh nö. Da muss Hansi Flick wohl doch nochmal einspielen. Ja. Oder die Angela Merkel. Die hat sich gestern auf der Tribüne doch schon einweisen lassen. Ja, liebe Fans, das sind großartige Aussichten. Und heute können wir ganz entspannt beim Traumfinale der Todesgruppe zuschauen. Adieu France und wir schlagen Italien im Finale. Bei Frankreich gegen Italien geht es um alles. Der Blick in die Zukunft. Mit Fußball-Orakel Ulf. Oh ja, ich sehe was. Oh, ich sehe Ballack. Freistoß in der 49. Ulf, Blick in die Zukunft, habe ich gesagt. Vielleicht geht dein Orakelball ja nach. Hm? Guck mal. Ja, stimmt. Ich stell ihn mal vor, ja? Ich sehe Ballack im Finale gegen Rumänien. 49. Minute. Ja, aber wir wollen nicht zu viel verraten. Mehr von der EM. Morgen im EM Backstage Studio. Oh, Spielverderber hier, Menno, ey. Tschüss.